hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Haltet ihr mit den neuen Energien Schritt? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 3. Mai 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir erhöhen unsere Bewusstseinsebene genau wie ihr und deshalb könnt ihr Veränderungen in der Qualität der Energieübertragungen feststellen, die ihr von uns bekommt. Wenn ihr mehr darauf achtet, wie sich die Energie anfühlt, die von jemandem, einer Sache oder einem Kollektiv nicht physischer Wesen ausgeht, werdet ihr zu besseren Schöpfern der Realität. Ihr müsst wissen, welche Schwingung ihr habt, um präzise erschaffen zu können. Und ihr müsst wissen, wie andere schwingen, um Hilfe von ihnen zu erhalten und um denen zu helfen, die von eurem Angebot profitieren können. Wenn ihr genau wisst, welche Schwingung ihr ausstrahlt, könnt ihr das Ergebnis dieser Schwingung in der Welt direkter und auch schneller sehen. Wir sind hier, um euch zu dienen, und wir wissen, dass wir euch am besten helfen können, wenn wir von der höchsten Bewusstseinsebene auskommen, die uns möglich ist, und genau das tun wir. Das werden wir auch weiterhin tun. Und diejenigen unter euch, die mit der Zeit sensibler für Energien geworden sind, werden die Veränderungen in unserem Angebot wahrnehmen können. Wenn sich unsere Bewusstseinsebene erhöht, erhöht sich auch eure. Das ist notwendig, um uns und die Energieübertragungen, die wir euch geben, zu empfangen. Ihr haltet mit den Energien Schritt. Auch wenn es sich anfühlt, als würdet ihr von sehr schnellen Strömungen herumgewirbelt werden. Ihr seid dazu in der Lage, weil ihr innerlich an euch gearbeitet habt und weil ihr euch auf die vorhandenen Energien einstimmen müsst. Ihr profitiert so sehr von all dem, was wir und andere wie wir euch anbieten, weil ihr offen und sensibel seid und erkennt, dass ihr zuerst energetische Wesen seid. Ihr nehmt dann diese Energien mit höherer Frequenz auf und verteilt sie in allem, was ihr tut. Selbst wenn ihr nur eure Hausarbeiten oder Besorgungen macht oder einen Job ausübt, der keine erkennbare Qualität des Dienens hat, könnt ihr trotzdem etwas tun. Ihr könnt dienen, während ihr im Verkehr sitzt, umgeben von anderen Menschen in ihren Autos. Öffnet euch einfach weiter, um zu empfangen. Und wisst, dass sich um alles andere gekümmert wird, denn ihr habt diese Reise gewählt, ihr seid dazu bestimmt, auf dieser Reise zu sein, und die Reise nimmt euch mit auf immer höhere Bewusstseinsebenen. Und vertraut uns, denn wir waren auf all den Ebenen, auf die ihr geht, wenn wir sagen, dass der einzige Weg nach oben führt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.